Oderle Bastelzeit und heute gucken wir mal wieder auf ein Ding, was ich mir irgendwann mal geholt habe und dann quasi schon am Versauern war, nämlich die Dinger hier. Ja, Onion. Das hier ist der Onion Omega 2, den hatte ich mir damals mal so im Set geholt, aber ne, hat nie wirklich eine sinnvolle Anwendung gefunden, was nicht zuletzt an der eher mäßigen Software lag. Naja. Gut, ich habe jetzt hier ein Projekt vor der Nase. Da brauche ich irgendwas, was klein ist, was ein Linux ausführt und was WLAN hat. Und da ist hier solche Dinger natürlich nicht so schlecht. Hab da mal rund geguckt. Den Onion habe ich. Ich habe auch noch ein paar andere. Das hier, das war, glaube ich, einfach nur ein Router, den ich noch irgendwo rumliegen hatte. Der geht auch. Oder auch das hier, ein bisschen schon eingestaubt, das ist der Carambola von, ich glaube, 8 Devices müsste das gewesen sein. Und wenn wir mal den Router außen vor lassen, der ist für mein Projekt eh nicht tauglich, weil kein USB und das brauche ich. Dann sehen wir hier schon ein Konzept, was relativ identisch ist. Wir haben das eigentliche Modul, wo der Prozessor, WLAN und alles drauf ist. Und wir meistens eine Art Development Board, in dem Fall hier das große. Und hier ist halt hier sowas dabei. Nee, doch, richtig rum. Okay, kommt dann so da drauf. Und so hat man dann üblicherweise Anschlüsse, in dem Fall hier halt USB rausgeführt. Bei dem hier ist es so, dass man sogar zwei LAN-Buchsen hat. Und Stromversorgung ist meistens auch mit dabei. Heutzutage sind die quasi ersetzt worden, so Raspberry Pi W oder so. Zero W heißt er ja. Der ist nicht viel größer als hier sowas. Und vom Preis, es geht in die Richtung. Die hier waren günstiger, glaube ich, damals noch. Soll mich aber jetzt nicht stören. Raspberry Pi W habe ich hier nicht liegen. Die habe ich hier liegen. Und ich habe was Kleines gesucht. Frage beantwortet, was ich benutze. Also gucken wir mal, ob ich dann diesmal hier was Sinnvolles da draus basteln kann. Wie gesagt, beim letzten Mal ist es an der Software gescheitert, aber inzwischen hat sich da zum Glück ein bisschen was getan. Also offiziell nicht. Es gibt vom Hersteller nicht wirklich was Neues. Oh Wunder. Aber OpenWRT führt das Ding als kompatibel auf und OpenWRT auf einem Gerät macht natürlich immer Spaß und dürfte auch das Problem mit der Erweiterbarkeit doch ein bisschen beheben. Gut, gucken wir erstmal an, wie die Originalsoftware aussah, was die konnte und wie ich dann rüber zu OpenWRT will. So, hier so klappt das natürlich nicht. Das Ding hier, das hat so ein ekelhaftes Raster. Das kriegt man nicht auf Breadboard und allgemein, wir brauchen ja Strom. Also haben wir eben ja schon gesehen, es gibt solche schönen Boards. Das werde ich dann auch hier nutzen. Entsprechend machen wir das mal gerade hier drauf. Und wir sehen hier schon, wenn ich einstecke, dann haben wir diese Orgel. Das hängt damit zusammen, der hier hat einen Batterieanschluss, um Akkus zu laden und Akkuladedingen. Und naja, ohne Akku ist das halt Floating, entsprechend wenig kommt. Noch ist das Ding aber ausgeschaltet. Dafür müssen wir erstmal hier den Schalter umlegen und da blinkt es fleißig vor sich hin. Orange LED bei dem Onion selber, eine blaue LED unten links und kurz drauf können wir dann auch am PC weitermachen. Also gucken wir am PC mal und wenn wir da in die WLAN-Liste gehen, dann haben wir hier einen Omega, das klingt doch gut. Automatisch verbinden wollen wir nicht und Passwort dafür ist 123456678. Verbunden klingt gut, suchen wir uns mal einen Browser. Und da gehen wir auf die 192.168.3.1. Da kriegen wir dann hier diesen schönen Setup-Wizard. Start. Und jetzt müssen wir uns erstmal anmelden. Benutzername root. Passwort ist standardmäßig onionier. Und dann müssen wir das Wi-Fi konfigurieren. Und ja, da habe ich dann meistens kapituliert. Zum einen, wenn wir hier in die Liste gucken, da ist eine Menge drin, aber die Hälfte meiner Netzwerke fehlt. Was daran liegt, dass das Wi-Fi hier auf der Kiste standardmäßig auf USA eingestellt ist. Und die haben andere Kanäle als wir. Das heißt also, ja, ich kann die Sachen, die hier auf europäischen Kanälen funken, großteils gar nicht sehen. Da kann man ein bisschen mit SSH nachhelfen, die Ländereinstellungen darüber auf der Konsole ändern, dann zeigt das sie an, aber ich habe nie eine saubere Verbindung hinbekommen und das Problem hierbei ist, hier ist zwar ein OpenWRT dahinter, hinter diesem Omega, aber das Problem ist, die nutzen einen WLAN-Treiber, der relativ speziell ist. Das ist nicht der eigentliche, der bei OpenWRT dabei ist und daher klappen einige Konfigurationen da auch nicht sauber, wenn man über die Konsole arbeitet. Also wir haben eine GUI, die nicht in Europa funktioniert, wir haben eine Konsole, die nicht so funktioniert, wie die meisten Tutorials sagen, also alles meh. Und auch sonst, naja, wenn wir mal gucken, wir haben hier noch etwa 9 MB freier Speicher.
Das Ding hat eigentlich 16 Megabyte, also knapp die Hälfte ist schon belegt von dem Betriebssystem. Das ist doch schon relativ knapp, vor allen Dingen, weil da sehr viel Wizard und eine browserbasierte Konsole und so weiter dabei ist. Das brauche ich alles nicht. Also machen wir mal was Sinnvolles damit. Und glücklicherweise bei OpenWRT ist der inzwischen im Support drin. Wir haben hier nochmal die technischen Daten und alles. Und direkt, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ein Link zur Firmware-URL, womit wir das Ganze hier dann entsprechend auf ein Standard OpenWRT umflashen können. Zumindest in der Theorie. Ich meine, ja, wir können hintergehen, können das hier runterladen, können das auf den Onion rüber kopieren und dann gibt es diesen Befehl sysupgrade. Aber das standardmäßige OpenWRT, das macht nur ein LAN-Port auf mit Kabel. Ich habe keinen Kabelanschluss. Und ohne WLAN kommen wir da nicht sinnvoll dran. Also müssen wir mal gucken, wie wir das lösen. Also Firmware runtergeladen und da ich hier unter Windows bin, gerade mit WinSCP dahin verbunden und diese Firmware-Datei nach schräger TMP verschoben. Unter Linux geht das Ganze natürlich auch mit dem SCP-Befehl. Ich denke, ihr kennt den. Weiter geht's dann per SSH auf der Konsole, zum Beispiel unter Windows mit PuTTY und da heißt der Befehl dann sysupgrade-n. -n steht dabei für Konfiguration nicht beibehalten. Das OpenWRT ist deutlich neuer und benutzt wie gesagt einen anderen WLAN-Treiber, das gibt sonst Stress und der Dateiname hinten dran und dann sollte das Update theoretisch erfolgreich durchlaufen. Nur müssen wir aber irgendwie zugreifen. WLAN macht da keins auf, Netzwerkkarte habe ich hier bei dem keinen, also UART. Der Klassiker. Gibt nur ein kleines Problem, denn wenn wir runter gucken, da haben wir schöne Diagramme und wenn wir hier gucken bei meinem Dock, Expansion Dock und Power Dock, da haben wir die Info UART 1 ist hier auf diesen beiden Pins und UART 0 ist auf einem integrierten USB auf Serialkonverter. Perfekt, oder? Nep, Niete. Das bezieht sich nämlich nur aufs Expansion Dock. Wenn wir hier mal gucken, ich habe ja das Power Dock. Und das PowerDock hat die Info, PowerDock does not have a USB to Serial Chip. Ergo, ich habe weder die Pins, wo ich dran müsste, noch habe ich den Serial-Konverter. Gah. Glücklicherweise sind aber ja die Pins so auch zugänglich. Das heißt, ich werde jetzt hier einfach an die nötigen Pins mir ein paar Kabel dran löten, direkt auf dem Chip. Und dann darüber versuchen, die Serial-Verbindung herzustellen. Und ich bin einfach hingegangen und habe mir da so eine Buchsenleiste mit zwei Pins dran gelötet. Dann kann ich hier einfach Dupont-Kabel reinstecken. Der Onion ist aber ein 3,3 Volt Gerät. Das heißt, man holt hier so einen TTL-UART-Konverter. Die funktionieren da. Schließt RXTX entsprechend, wie wir eben beim Pinout gesehen haben, an. Den Ground noch dazu. Und dann sollte das funktionieren. Dann schauen wir mal. Wir nehmen den COM3 in meinem Fall. Und ich glaube, die Geschwindigkeit müsste 115.200 sein. Und ich schalte den jetzt mal an, wenn ich einen Schalter finde. Und das sieht doch sehr gut aus. Irgendwas lebt. So, etwa 10 Sekunden später ist er gebootet. Und wenn wir Enter drücken, sind wir auf der Konsole. Sehr schön. Und ich mache jetzt einfach mal ein unverschlüsseltes WLAN auf. Einfach nur, dass ich da ans Webinterface komme. UCI set wireless. Radio 0.disabled gleich 0. UCI Commit und Wi-Fi. So, jetzt müsste er eigentlich ein WLAN aufmachen. Und jupp, hier haben wir ein offenes WLAN OpenWRT. Das klingt doch schon mal gut. Verbinden wir uns mal dahin. Und auf der 1.1 kommt dann hier das. No password set. Wissen wir. Status. Und das sieht auch gut aus. So. Passwort Configuration, sollte man eventuell was setzen. SSH ist auch offen. Okay. So, dann können wir uns mal ums Wireless Network kümmern. Denn ich würde den ja gerne als Client benutzen. Dann machen wir oben einmal Scan. Dann müsste er uns alle WLAN Access Points in der Nähe anzeigen. Das sieht schon deutlich besser aus. Ich sehe jetzt auch die auf Kanal 13. Momentan sind wir noch ein bisschen naughty, weil wir haben im Moment keinen Filter drin. Das heißt also, wir sind nicht auf Deutschland eingestellt. Das müssen wir gleich noch tun. Aber theoretisch müsste ich jetzt hier mich verbinden können. Join Network. Machen wir das mal hier. So, unser Passwort sinnvollerweise eingeben. Assign to LAN. Okay. Was wir hier gucken, unter Advanced Settings, der Code, den machen wir auf DE. Dann sind wir da auch sauber. Gut. Der Rest sollte passen.
Transmit Power lasse ich jetzt mal so stehen. Also theoretisch kann der zwar hier hoch bis 63 Milliwatt, ist noch unter dem 100 Milliwatt, die wir senden dürfen in Deutschland. Und ich glaube, der Treiber weiß am ehesten, was wir machen wollen. Also safe. Das Ganze ist jetzt noch nicht aktiv. Dann machen wir mal hier ein Save and Apply und drücken die Daumen. Was ich gerade merke, das war eventuell keine gute Idee, was ich getan habe. Denn der spielt jetzt natürlich noch DHCP-Server. So ganz hat er das nicht genommen. Ich habe noch immer noch Unsafe Changes. Wie machen wir das denn? Interfaces. LAN. Add New Interface. Nee, Quatsch. Können doch hier WLAN. DHCP Client. Hostname to send. Egal. Use Default Gateway. Da. Physical Settings. Firewall Settings. Firewall Zone ist LAN. Das passt. Dann ändere ich das gerade noch und mache den auf das Interface. Dann läuft nämlich der DHCP. Sonst würde er ja versuchen, sich hier zu meinem Netz zu verbinden. Und dann, ja, da versuchen, DHCP zu verteilen. Und das wollen wir ja nicht. Ah, okay, hat er eh schon richtig. Okay. Ja, und ich habe den Fehler. Er ist die ganze Zeit meine Änderungen am Zurückspielen, weil ich ja das Netzwerk ändere und das gefällt ihm nicht. Okay, das ist also unser Problem. Probieren wir das nochmal. Meh, ich weiß nicht wieso, aber er hat es jetzt gemacht. Wir sind DHCP-Client. Wenn es so Probleme gibt, es gibt offenbar eine Option, Apply Unchecked, das soll da angeblich helfen. Gut. So, und damit sind wir genau da, wo ich hin wollte. Auf der Kiste läuft jetzt ein Vanilla OpenWrt, also ein OpenWrt, so wie es auch im Internet zum Runterladen ist, direkt vom Projekt. Das hat direkt ein paar Vorteile. Der erste Vorteil natürlich, das Ding ist ein bisschen neuer. Wir haben einen aktuellen Kernel, wir kriegen die aktuellen Sicherheitsupdates. Ich weiß, Sicherheit ist jetzt bei hier so IoT-Anwendungen nicht wirklich das, was man üblicherweise hat, aber nee, man sollte vielleicht doch mal drüber nachdenken. Das zweite, wenn wir mal so aufs Filesystem gucken, da haben wir jetzt irgendwie eine Größe von 11,8 Megabyte. Hier ist zwar jetzt gerade nicht mehr so viel frei, aber ich habe schon ordentlich Zeugs da drauf. Es war auf jeden Fall am Anfang, bevor ich losgelegt hatte, da deutlich mehr frei als mit dem Original Onion OS oder wie das Ding da hieß. Und letzte Sache, ich hatte ja schon mal gezeigt, in einem anderen Video, wie man sich so ein OpenWrt selber bauen kann. Das geht natürlich auch hier. Man kann entsprechend da Dinge rauslassen, Dinge reinpacken oder auch eigene Software für das Ding bauen. Da bin ich jetzt gerade dran, für dieses Projekt eben die Software zu basteln. Aber das schauen wir uns dann in einem späteren Video an. Letztendlich haben wir jetzt hier ein fertiges System, was mit dem OpenWrt läuft, wo ich meine Software drauf machen kann, wo ich Updates bekomme und nicht mehr die Probleme mit der Originalsoftware habt. Das heißt, jetzt durch die Änderung tut hier das Ding auch mal das, was es soll.